feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2 Doppelrunde Helden vs. Schurken mit dem guten Tyron. Moin. Bitte kein Boba. Oh. Es war aber auch so klar auf der Map, dass es ein Boba-Spiel gibt. Der fliegt wahrscheinlich instant nach oben und tut die ganze Zeit nur penetrant draufballern. Safe Call. Wir können das Baustelle zivilisiert regeln. Ja, er ist schon oben. Das Schicksal nimmt eine dunkle Wendung. Warte mal, wenn ich doch mit den Fähigkeiten ausschalten von Obi-Wan das mache, kann er doch nicht wegfliegen, oder? Blaster! Doch. Naja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Fähigkeit, meine ich. Hab ihn. Hier ist deine Existenz. Das Chaos tut mir leid. Maul prallt an der Decke ab und landet deswegen nicht bei mir, Alter. Mein Defensivansturm kann mittlerweile die Leute auch einfach unterbrechen, indem sie mich würgen oder wegstoßen. Ihr befindet euch in einer heiklen Situation. Boba juckt es gar nicht, wenn ich das mache. Eine deutliche Führung für das Gute und das Licht. Ich spüre eure Angst. Hin und Kylo. Nice. Kannst du Fähigkeiten ausschalten? Da kommt wieder Impi und Grievous. Wie viele Jahre lang habt ihr euch falsch? Oh, ein gegnerischer Grievous kann ich aber nicht mehr ranziehen, wenn er krabbelt. Wenn ich krabbel, werde ich sofort angezogen, Alter. Ausgewählter, unzähliger Opfer. Ja, pass mal. Ich weiß, wie man blocken tut und gleichzeitig schlägt. Blocken und wenn sie intensiv auf dich einschlagen, einfach zurückschlagen. Treffen sie dich nicht mehr. Aber du die. Darth Maul hat gerade auf mich eingeschlagen, bin verrückter. Ich habe geblockt und zurückgeschlagen und er hat mir keinen Schaden gemacht, aber ich ihn schon. Beim Schlagen auch L2 gedrückt halten oder da kurz loslassen. Ich hab gehalten und zugeschlagen. Und L2 gehalten. Das ist, glaube ich, eben ein Bug oder ist es wirklich jetzt so, dass es so ist? Was aber irgendwie sehr merkwürdig wäre. Ja, weil es unlogisch ist. Das nennst du eine diplomatische Lösung? Ich kann schon ganz gut auf mich aufpassen. Schau sie dir an. Ein sehr weiser Jedi hat einmal gesagt, dass mich. Oh, Impi! Ich hatte meine Vergeltung bereits! Anscheinend bin ich jetzt ziemlich ins Chaos geraten, was? Den Feind jeden macht es gut, da hat man nichts mehr kaputt im Leben, als er drüber lebt. Kein Schaden davon nicht. Euer Meister hätte euch beibringen sollen, weniger Impulsiv zu sein. Nee, stattdessen tötet er mich sogar noch mit. Ich hätte noch von live. Er nimmt mich noch mit. Oh, Kylo, wenn du wurdest. Ihr seid auf halber Strecke. Ja, das funktioniert wirklich, Alter.
Kylo schlägt wie ein Verrückter ein. Ich hau zurück, er macht kein Damage. Aber ich schon. Das ist ja so cool gemacht. Digga, ich hab's raus, Alter. Du hast die Physik verstanden. Oh, ich hab verstanden, wie man unfair spielen durfte. Alter! What the fuck? Wie viel Ausdauer trennt hinter mir weg, Alter? Oh Mama! Wenn der Bess jetzt überlebt hätte, ne? Ich hab sie vom Geschütz weggeschlagen. Das ist dem Geschütz scheißegal. Hallo, was mal. Oh nein, die kleine Missed. Na, die hat doch eh nichts drauf. Also Zahnbelag. Ja, der kann halt einen wegstoßen mit seinen Schocks, aber mehr auch nicht. Ja, das ist die einzige Scheiße, was er fuckt. Vergeltung ist once again ready. Die beste Verteidigung ist ein schneller und entschlossener Angriff. Jetzt kann der Spaß anfangen. What the fuck? Warum hat Raze nicht so, du hast Angst. Obi-Wan wird mich umbringen. Alter, guck dir die Level an. Leckerbissen. Alter, richtige Leckerbissen. Besser geht's ja gar nicht. Maul denkt sich gerade wahrscheinlich, was der fuck hat er gemacht. Mein Maul. Meiner. Nur ein Sith kennt nichts als extrem. Du musst dir unbedingt den Umhang holen. Ja. Ich kann schon ganz gut auf dich aufpassen. Ihr seid entweder für oder gegen. Oh Mama! Easy, Alter. Wie uninspiriert. Bei dir Bulbe. Seid grausam, falls nötig. Count. Aber wichtiger ist, dass ihr sie auslöscht. Ich bin unterwegs. Das Schicksal ist. Oh Gott, das funktioniert wirklich. Wir wagen den legendären Anakin Skywalker herauszufordern. Im Prinzip muss man einfach nur. Man darf das einfach nur nicht bei Gegnern machen. Wenn die Gegner mich die Kenntnis dazu haben, dass es funktioniert, kann es genauso scheiße sein. Boah, wie cool sieht denn das aus? Oh Gott. Drei blaue Lichtschwerter sind in der Mitte, Alter. Obi habe ich jetzt auf Stufe 50. Obi-Wan Kenobi. Anakin ist bei mir jetzt auch ein 81er. Alter Schwede. Aber jetzt läuft's endlich mal. Schöne Gegner. So schmeckt das. Ah, was spielen wir denn? Worauf spielen wir denn nochmal Dingens, ne? Ja, nochmal Endor. Level, Alter. Solche Noobs sind, Alter. Ich glaube, ich nehme mal Grievous und level den noch ein bisschen. Auch wenn ich den schon über Maximum drüber hab. Alles schön asynchron. Oh ja, das sehe ich sie alle. Das sind alles so Noobs, die denken, Alter, boah, wir spielen voll die heftigen Charaktere. Erinnerung. Ja, das Spiel, wie ich auch gucke. Andere Teilnehmer essen.
Ein Verstoß gegen diese Regel führt zu sofortiger Disqualifikation. Bereitet euch auf eure Verpflichtung. Das Schicksal nimmt eine dunkle Wendung, als der erste Held fällt. Verdichtung. Oh, das glaube ich nicht. Lauf nur weg. Oder? Weil sie da irgendwie einen Spruch gemacht hat. Ah, hinter dir, du kleine Fotze. Du kleiner Fotze. Du kleiner Fotze, Digga. Du kleiner Fotze da. Alter, irgendwie, wait a minute. Yoda, du bist wirklich Mist, Digga. Yoda ist tot. Obi-Schwan, abhauen bringt dir nichts. Er schwelgt jetzt im Reich der toten Yodas. Der toten Yodas. Obi ist aber auch seiner Gang, Digga, wenn ich einfach casual davonlaufe. Komm ich noch. Digga, ist behindert. Mann, Yoda, ich vergesse deinen hohen Namen immer. Ja, die ganze Zeit nur Finn. Die ganze Zeit. Ja, Finn nein, kämmt oben. Ich war jetzt da oben. Ja, also meine Ausbildung. Oh mein Gott, als Imbi ist so asozial, ich kann da einfach reinblitzen, Alter. Hallo, deine linken Sinnchen will das Imbi. Der ist auch ein Obi. Hallo. Der rennt die ganze Zeit nur weg, dann der. Oh, Dingens! Ich merk's. BB-8, Kabel. Digga, hast du denkst du hast eine Chance gegen Grievous oder was? Oh, wenn Grievous Luke ist zwar overpowered. Damals. Stell dir mal vor, der hätte alles überlebt und wäre sogar als Roboter zum Sith geworden. Ja. Boah, mit roter Rüstung. Nicht mal das von einfach so wie jetzt, weil wenn er so überlebt hätte, Digga, ich glaub, Luke ist wackelt, hätte Luke jetzt so small bekommen, Alter. Boah, es wäre schön gewesen, wenn Grievous überlebt hätte. Ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass sie bei Grievous den Schaden von hinten genervt haben? Yep. Weil er gar nicht so großen Damage macht. Ich bin ganz im Zweifel, dass er gar nicht mehr da gefühlt. Ich sehe keinen Unterschied mehr. Ja, ich auch nicht mehr. Damals hat man noch immer so gesagt, so zeigt mir deinen Rücken richtig scharf am Bann. Und jetzt einfach nur. Jetzt halt einfach nur. Geschlagen. Damals war das noch was Besonderes. BB8. Gott, ja. Ich rede auch wieder wie so ein Besoffener heute, Alter. Das war ja schon wieder. Sag ist man mir mit dem Besoffen, Alter. Ich hab 2-3 Mal Yodas vergessen. Und ich sag dir, das war 3-4 Mal alle Namen, die wir einfallen. BB-8 ist gerade mit mir als Nahkampf dann, ne, gegen Grievous. Er hat gerade wirklich gedacht, dass er mich bumsen kann, ne? Guck mir mein Leben an, was er mir abgezogen hat. Verstehst du es? Ja. Höchster wie Sand. Oh, komm her, du kleine Yoda-Potze. Mein Lu. Mann, ist ja keinen Namen, wenn ich keine Yoda rede. Yoda, das war mir gerade eingegangen. Sag mir das mal, ich hab gerade BB-8 gesagt. Ja, immer auch besser als Yoda, irgendwie Luke und so nennen. Das glaube ich, das wurde aber richtig gestohlen. Den habe ich komplett runtergeklatscht, hab ich den. Die machen bei mir aber auch keine Sprüche mehr so wirklich. Ach. Ich will allgemein mal mehr, dass die mehr Sprüche klopfen hier. Sagen gar nichts, reden nicht miteinander.
Oh, jetzt haben sie auch noch mehr. Nicht, dass sie noch mich erinnern könnte. Ja. Du bist ja richtig mutig. Tu, was getan werden muss. Du bist zögerlich. Für mich. Zeige kein Mitgefühl. Wie viele Jahre lang? Oh, Mama! Alter. Unendliche Macht! Oh, Finn, du kleine Wichser. Einer. Wichser. Digga, ich hab mehr abgezogen, Alter. Wichser, kleiner Wichser. Kleiner Wichser, Wichser. Digga, als will der kleine Homo so vieles hier schon, oder? Mir ist mal so aufgefallen, wenn er seinen Kabelhieb macht, der Kratos kann den Fall unterbrechen mit seinem Stichstoß. Oh Gott. Der kann er den Kabelhieb einfach ausschalten. Was macht er nicht? Ja, es können mehrere Kauten, kann das auch mit seinem Stichstoß. Meiner. Ich glaube, Imbi kann es mit seinem Kettenblitz, glaube ich, auch, weil das macht auch so einen kleinen Rückstoß. Und ich verspreche. Er rennt halt einfach alleine in alle vier rein. Hier noch ein Leben. Er will es einfach. Das ist wirklich traurig. Aber immerhin ist mir lieber als diese Schwitze von vorhin, Alter. Ja, auf dem Weiden. Heute ruhiger Stream. Assists. Nächste Kill-Serie 11. Ich habe 12er Kill-Serie und 18 Assists. Deswegen bist du Erster. Ich bin nicht einmal verreckt. Die ganzen Assists haben dich hochgepusht, Alter. Oh, Leute. Die 12 Kills, Digga. 12er Kill-Streak, Digga. Ja. Leute, das war eine weitere Folge Star Wars Battlefront 2. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Feedback da. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Bye, bye. But I got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you.